Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, heute mit Folge 17. Eine Frage hätte ich da noch aus aktuellem Anlass. In Rammstein treffen sich gerade alle sogenannten westlichen Verbündeten, um zu beraten, ob es Panzerlieferungen, Leopard, unter anderem Leopard 2 Panzer aus Deutschland etc. in Richtung Ukraine geben wird. Meiner Meinung nach geht es dabei um eine ganz historische, aktuell historische Entscheidung, die ungeahnte riesige Folgen für alle Menschen in Europa und wahrscheinlich sogar auf der Welt haben könnten. Eine Frage hätte ich dann noch. Wie konnte es so weit kommen oder anders gefragt, was ist alles schiefgelaufen, dass wir heute mit dem heutigen Datum eine Entscheidung erwarten, ob deutsche Leopard 2 Panzer in Richtung Ukraine an die Front gesendet werden, um dort gegen russische Truppen zu kämpfen. Was ist alles schiefgelaufen, dass es dazu überhaupt kommt? Als die Mauer fiel 1990, hätte ich jede Wette verloren, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du, in ein bisschen über 30 Jahren wird es einen großen Krieg geben, wobei sich auch Deutschland dabei einmischen oder beteiligen wird, in Form jetzt von Waffenlieferungen, eventuell sogar irgendwann Truppen. Und zwar geht es gegen Russland, hätte ich gelacht erst und gesagt, der Scherz war aber ganz schlecht oder eine Sache, also eine Unmöglichkeit, als einen schlechten Scherz hätte ich es abgetan. Heute, 2022, am 20. Januar, stehen wir kurz vor einem weiteren Schritt zur Eskalation, dass es zu einem kriegerischen Zusammentreffen deutscher Waffentechnik in diesem Fall und dann als nächste Konsequenz deutsche Truppen mit russischen Verbänden und Truppen kommen könnte. Nach all dem Leid nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist also seit dem Zweiten Weltkrieg alles schiefgelaufen, dass ernsthaft darüber debattiert wird in sämtlichen politischen Kreisen? Ich muss gerade noch mal die Linken etwas in Schutz nehmen, denn aktuell hat sich wirklich der Fraktionsvorsitzende der Linken gegen diese Waffenlieferung schwere Panzer eingesetzt und er sprach sich für Verhandlungen aus. Wenigstens eine Partei, wenigstens das. AfD habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber SPD, CDU, Grün, aber natürlich Olivgrün ganz vorneweg. Vorwärts, auf geht's, Aufrufe, nonstop, Mainstream-Medien, nonstop, Waffenlieferung und natürlich mit amerikanischer Unterstützung dieser Idee, amerikanischem Wohlwollen. Dass die Rüstungsindustrie dabei gewinnt, steht außer Frage, das sollte man langsam wissen. Je mehr Panzer ich liefere, je mehr Panzer auch wieder an der Front zerstört werden, verschrottet werden, umso mehr muss ich nachproduzieren. Noch einmal in diesen Tagen feiert die Rüstungsindustrie seit Beginn der Militäroperation der Russen in der Ukraine, feiert sie und ließ die Korken knallen damals. Krieg ist die beste Geschäftsaussicht. Aussicht auf die größten Gewinne der Rüstungsindustrie. Und das war schon immer so. Und das haben wir alles in der Schule gelernt. Und das weiß auch eigentlich jedes Kind. Und das weiß jeder. Aber trotzdem schaffen sie es, uns über den Mainstream das Ganze schmackhaft zu machen. Vor allen Dingen, wer bezahlt denn all diese Aufrüstung und diese unendlichen Waffenlieferungen? Natürlich der Steuerzahler, die Menschen aus Deutschland, jeder Einzelne. Und wenn wir Pech haben, zahlen wir diese Entscheidung nicht nur mit Geld, sondern sogar mit unserem Leben. Denn wir legen uns nochmal zur Erinnerung mit der größten Atommacht der Welt an. Bedeutet im Endeffekt, wenn hier irgendwelche Spinner vom Sieg gegen Russland faseln in allen Positionen der westlichen Verbündeten, dann
denken die wohl immer noch, russische Atomwaffen sind irgendwelche Plastikpistolen. Ja, und merken nicht, dass die ganz Europa einäschern können und weit drüber hinaus über Europa. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, während man in Öl steht oder in Benzin. Alles schon 100-mal gesagt. Was ist also nach dem Krieg schiefgelaufen? A, eine nicht komplette Entnazifizierung, erwiesenermaßen. Unheimlich viele Faschisten und Altnazis sind auf ihren Posten geblieben, im Rechtssystem, im Deutschen, im Militär, in der Schule, in der Bildung, auf großen, wichtigen Posten. Die etwas zu bekannten Nazi-Größen, die auch noch von großer Bedeutung waren, wurden nach Amerika rübergezogen, um das Know-how gegen die Sowjetunion zu nutzen, die Erfahrungen, die sie hatten. Und die ganz Großen wurden als Bauernopfer im Nürnberger Prozess geopfert. Aber nur die, mit denen man eh nichts mehr anfangen konnte oder eben die zu bekannt waren. Tja, so einfach war das. Und das heißt, viele sind verschwunden nach Südamerika. Viele ukrainische Nazis, um daran zu erinnern, sind auch verschwunden nach Amerika. Viele Kollaborateure sind verschwunden nach Amerika, Südamerika und haben dort ihre faschistischen Ideen natürlich weitergelebt und an alle Generationen weitergegeben. Vor allen Dingen natürlich den Russenhass und die Angst vor den bösen Russen. Erst waren es die Kommunisten und am Ende blieb es der böse Russe. Das alles ist ja schon 70 Jahre her, über 70 Jahre. Also 70 Jahre bedeutet dieses Gedankengut, antirussisch, antisowjetisch, kalt über den Kalten Krieg hinüber gerettet, ging durch mehrere Generationen. Man kann locker von 5 Generationen sprechen. 4, 5 Generationen, die mit dieser Russophobie erzogen wurden, immer unterschwellig und seit 20 Jahren auch ganz perfide im deutschen Mainstream, an dem Tag, wo Wladimir Putin Präsident Russlands wurde und er seinen Weg mit Russland ging, wurde ganz klar die alte kalte Kriegspropaganda wieder langsam hochgefahren und stetig wurde schlecht über Putin, über Russland, über Putin, auf allen Gebieten, fast täglich und wöchentlich auf jeden Fall trafen 20 Jahre negative Meldungen aus Russland ein, Dopingskandale im Sport, Künstler, die in den Westen ausreisten und über Repressalien in Russland berichteten. Jede antirussische Stimme kam also im westdeutschen Mainstream oder westlichen Mainstream zu Wort und wurde um ein Vielfaches dadurch verstärkt, obwohl es in jedem Land Leute gibt, die irgendwas nicht mögen. Man würde auch in Deutschland Leute finden, die sehr viele Kritikpunkte hier sehen. Ich bin auch einer davon und wenn man mich jetzt überall in den Medien, egal wo im Ausland, senden würde und alle Zeitungen mit meinem Namen voll, würden auch da viele denken, oh, es ist ja alles furchtbar in Deutschland, so wie der Schattauer hier Kritik übt. Ja, und das hat man aber mit Nawalny und Co. und allen anderen gemacht. Man hat sie hofiert, die Opposition hofiert, weil einem der derzeitige Präsident mit seiner Richtung, Russland stark zu machen, nicht gefiel. Na, das ist ganz klar der Grund. Also, keine ordentliche Bestrafung und danach, ganz wichtig, keine richtige entsprechend den Taten, sage ich mal, absolvierte Trauerarbeit. Niemals durften die Deutschen um ihre Soldaten trauern, um ihre Toten trauern. Es wurde komplett verboten, sich in irgendeiner Form öffentlich dazu zu äußern oder zu positionieren, außer negativ. Also nie fand eine wirkliche Trauer statt aller Kriegsopfer. Es wurde quasi ein Mantel des Schweigens über Deutschland gelegt. Und er wurde auch so gefordert von allen westlichen Alliierten. Die Russen, glaube ich, haben das nicht so gefordert in der Art, weil die Russen ja bis heute ganz intensiv trauern um ihre Gefallenen. Teilweise steht auch an den Gräbern, ich war ja in Russland, das ist ein Denkmal für alle gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, für alle. Dazu zählen auch die Deutschen, weil die russische Seele versteht, dass jede Mutter und jeder Vater weltweit um Tochter und Sohn, die gefallen sind, trauern. Jede Familie trauert um
jedem gefallenen Soldaten. Und das heißt da, zweiter Punkt, Bestrafung, keine anständige Trauerkultur. Denn eine anständige Trauerkultur hätte uns immer wieder, wie die russische Trauerkultur, über Denkmäler, große Feiertage, Gedenktage daran erinnert, nie wieder Krieg zwischen Russland und Deutschland passieren zu lassen, nie wieder eine Konfrontation zwischen Russland und Deutschland zuzulassen. Denn die Denkmäler sind die Mahner gegen den Krieg. Ein ganz bekanntes Sprichwort. Albert Schweitzer hat es ähnlich so genannt. Es ist jetzt nicht der Wortlaut. Denkmäler sind die Mahner vor einem Krieg und sie mahnen uns und erinnern uns daran, nie wieder so etwas zu wiederholen. Bedeutet, das fand in Deutschland gar nicht statt. Dadurch wurde der Krieg dann auch durch Schweigen langsam vergessen. Er geriet in die kollektive Vergessenheit. Und die Russophobie wurde quasi dezent über 70 Jahre, jetzt ganz extrem die letzten Jahre, mit haltlosen Vorwürfen, Skripal, diese Affäre, die aufgebauscht wurde, MH17, nie sind die Täter mit Beweisen wirklich überführt worden, weder vom MH17-Abschuss bis hin zu Skripal. Alles tappt im Dunkeln, Geheimdienste vermuten etc. Das sind die Ursachen. Stetige Propaganda, stetiger Manipulation, Hirnwäsche über den Mainstream der westlichen Mainstream-Medien, in der Ukraine ja sogar das Bildungssystem quasi komplett umgekrempelt, die Geschichte umgeschrieben. Es gab nur noch Gruselgeschichten über die bösen Russen, die sicherlich nicht alles, natürlich nicht alles richtig gemacht haben und schon gar nicht in der alten Zeit rund um Stalin, den Kommunismus etc. Das weiß man und das geben die Russen ja auch zu. Aber es waren eben nicht nur die bösen Russen. Und das sieht man jetzt eigentlich nur noch in der Schule und hört man in der Schule in der Ukraine, dass sie nur noch der leibhaftige Teufel seien. Also komplette Manipulation, Hirnwäsche, keine radikale Bestrafung der Nazitäter und keine Trauerkultur in Deutschland bringen jetzt die Deutschen dazu, heute in Rammstein über den Leopard 2 Panzer, nicht nur heute, die letzten Tage nachzudenken, über schwere Waffenlieferungen. Da kommt die berühmte Frage, habt ihr Stalingrad vergessen, den Kursker Bogen, die größten Panzerschlachten am Kursker Bogen, die letzten Endes auch die Entscheidung brachten zugunsten der Russen? Habt ihr das unendliche Leid in Stalingrad vergessen, wo 1 Million Soldaten gestorben sind in 9 Monaten? 1 Million Soldaten in nicht mal einem Jahr gestorben sind, auf beiden Seiten. Habt ihr das alle vergessen? Wie leichtfertig, man muss ja immer wissen, man sendet ja nicht nur Panzer, da sind ja auch Menschen in den Panzern, also Söhne. Meistens Söhne, ab und zu auch schon mittlerweile Töchter, die Familie und etc. alles haben, die schickt man ja mit den Panzern an die Front und die sterben dann eventuell. Panzer sind keine Wunderwaffen, Panzer sind sehr verwundbar und auch sehr schnell zu treffen heutzutage, auch die moderneren Geräte. Da gibt es so, leider so gute Panzerabwehrsysteme, keine Chance. Also auch Panzer gibt es sehr, leider sehr weiterentwickelte Tötungsmaschinen, auch oft von der deutschen Rüstungsindustrie perfektioniert. Also Leute, es ist nicht der richtige Weg. Nach wie vor sage ich, wir müssen miteinander reden. So hieß auch ein Song von mir, könnt ihr hier auf meinem YouTube-Kanal sehen. Die einzige Chance, da muss ich den Linken jetzt mal wieder nach langer Zeit recht geben, keine Waffenlieferung, sondern reden, ein Krieg gegen Russland ist nicht zu gewinnen, wird ein Putin und auch ganz Russland nicht zulassen. Da hat man sich mit dem falschen Volk angelegt und bedeutet im Endeffekt, könnte es auf dem atomaren Schlachtfeld ausgetragen werden. Was das bedeutet, kann man sich nicht vorstellen und es ist der Tod für uns alle. Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man hier irgendwo im Sandkasten mit kleinen Zinnsoldaten Krieg spielt und irgendwelchen Militärfantasien hinterherrennt und damit die Rüstungsindustrie mit satten Gewinnen zurücklässt. Die Leute, die das jetzt beschließen, Leopard 2 Panzer an die Front, die danach schreien und rufen am lautesten, die darüber berichten und schreiben, die siehst du nicht als Panzerbesatzung im Panzer und die siehst du auch nicht an der Front.
die verheizen die anderen einfachen Leute in der Ukraine und viele andere Menschen in diesem Krieg, auch russische Soldaten und ukrainische Soldaten. Krieg ist ein dreckiges Geschäft, er muss gestoppt werden, man muss einen Kompromiss finden und reden. Das war Folge 17. Eine Frage hätte ich da noch, entschuldigt, meiner etwas vielleicht wiederholenden Pamphlete hier. Ich danke meinen im Schnitt 1000 Zuschauern, die ich so über die ganzen Folgen auch schon von Krieg und Frieden, Psychopathen-Empathie war schon eine gute Serie, da hatte ich auch mehr Zuschauer damals, da waren es 3000, 2000 regelmäßig. Jetzt sind wir bei 1000 und ich freue mich, dass ihr immer dabei seid. Schön, dass es wenigstens ein paar Leute gibt, die sich Gedanken um so etwas machen, nämlich um den Frieden. Wo sind eigentlich, ach, das ist die nächste Frage. Ich habe schon wieder die nächste Frage für die nächste Folge. Packer.